So, da wären wir wieder. Wir wollten uns mit den anderen Klassen ein wenig üben. Also, eigentlich wollten wir den Lich King freischalten und den anderen, den Drachen. Archmage. Ich weiß ja nicht. Aber komm, wir wollten mal andere Klassen spielen. Da sollten wir auch dem Archmage wieder eine Chance geben. Da sollten wir aber einiges an Rüstung umändern, denke ich. Mehr Mana? Nee, mehr Mana direkt bringt ihm ja gar nicht so viel. Er hat ja schon recht viel. Mehr Intelligenz würde ihm was bringen. Oder mehr Mana-Entzug. Das hat das Ding auch. Plus 1 zu finden. Ja. Wie schaut es hier aus? Nö, gibt es noch keinen besseren Helm. Da unten wartet noch irgendeiner. Rüstung ist da bestimmt ein für Magier. Plus 1 zu finden. Aber 60 weniger Rüstungsschutz. Nö. Nö, 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 nö. Wir brauchen Rüstungsschutz. Plus 20 Magic. Ja. Mehr Magic. Heißt auch gleich mehr magischen Schaden. Hier gibt es bestimmt auch noch was Schickes. Crit Damage? Nö. Aber es fehlen uns auch noch 3 Umhänge. 5, 6, 7. 7 Sachen fehlen noch. Das ist nicht so viel. Runen. Müssen wir was ändern? Also Siphon-Runen bringen uns jetzt nicht so viel. Also schick zu haben. Ich denke, wir werden mehr Mana verballern, als wir kriegen. Nee. Was hier? Wir hätten gerne den Lich King. Mhm. Ja. Und dann gleich das Upgrade. Und was wurde da jetzt noch freigeschaltet? Defy Death. Ja, später. Jetzt hätten wir gerne auch mal den Drachen. Tada. So, jetzt müssen wir definitiv das hier erhöhen. Int erhöhen. Und Mana. Ganz, ganz viel. Gerade für den Drachen brauchen wir einen sehr hohen Mana-Pool. Weil sonst kann der 2-3 mal Piu Piu und muss dann wieder aufladen. Das finde ich nicht so schön. So, irgendwas für 3000 noch? Nö. Jö, yeah, wir können gucken, ob wir eine Rune kaufen können für 3000. Jo, können wir. Sollten wir auch gleich wieder abwählen. Okay, dann gucken wir doch mal. Oh, wir haben keinen Dash. Ja, das ist nicht gut. Du? Hier haben wir Dash. Ne, das ist Haste, das ist nicht Dash, das ist Dash. Swush, swush, swush. Genau, schon besser. Aber ja, gucken wir, was der Magier so reißt. Oho. Wir hätten die 3000 Gold gar nicht ausgeben müssen. Ach ja. So. Also, wir haben Dolche, wir haben Zeitstopp und wir haben Chakram. Das klingt doch soweit ganz gut. Und wir haben eine Level-Runter-Rune, also dürfte es relativ entspannt sein. Nicht Y drücken, das drücken. B. Oh. Na, 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 na. Zing. Und ja, selbst im Nahkampf mit dem ollen Schwert hier kommen wir einigermaßen zurecht wegen dem Crit. Die 50-60% Crit-Chance, die wir da haben. Ah. 50. Komm, geh. Weg. So. Aha. Ach, 247 Mana. Ja, wir können ruhig ein bisschen was verballern. Obwohl das nicht so viel mehr Schaden macht als das Schwert jetzt. Deswegen sage ich ja. Oh. Wir müssen ernsthaft. Oh. Hihi.
müssen ernsthaft unser Int steigern. Ah. Machst du mehr Schaden? Dezent, ja, aber... Nee, dreimal zaubern, um einen Gegner umzubringen. Ah, das ist doch übel. Also ja, wir können auf Distanz Gegner umbringen, was ein schicker Vorteil ist, aber... Trotzdem. So, das waren jetzt siebenmal zaubern oder so. So. Das rentiert sich definitiv nicht. Die paar Mana-Punkte, die wir pro Kill da zurückbekommen. Naja. Wir machen trotzdem Gold. Jetzt schon 5000, ist okay. Aber irgendwas fehlt hier definitiv. Weil ich weiß nicht, ab wann wir wirklich One-Hitten können mit den Zaubern. Ob wir da Max Int brauchen? Oder noch ein, zwei bessere Ausrüstungsgegenstände? Aber da fehlt halt nicht mehr so viel. Oh, Bild, wo bist du? Ah! Da ist ja noch einer. Garstiges, doofes. Noch eins. Sind hier echt überall. Auf dem Rückweg, sehr schön. Oh, hier ist aber praktisch. Zing, 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 zing. Aha, und Kiste. Dark Helm. Sehr schön. Also unser Barbaren-Paladin-Team wird sich darüber freuen. Der Rest, gucken wir mal. Ich hoffe, das ist auch wieder so eine Spezialfähigkeit. Wir müssen runter. Oh, Mana. Mana, Mana. Du kommst auch noch mit. Du bist, genau, du bist ein doofer Dumbass. Ich könnte auch einfach mal. Oh. Nee. Falsche Taste immer. So. Ist gleich viel entspannter, die umzubringen. Nein. Doofer Kopf. Von einem Eisen umgebracht. Ja, nee, okay. Also, Magier, ne? Sind halt Magier. Spells sind ja schon besser. Der pupst aber. Und Lich Queen. Nostalgisch und bewegt sich schneller. Okay. Ja. 8000 Gold. Ich gucke erstmal, wie viel Mana sie hat. 282. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Was macht der Helm? Plus ein Vampirissen, plus ein Siphon, plus ein Air Jump. Das ist extrem schick. 30 minus bei allem. Also HP und Mana. 30 Gegner umbringen. Oder 15? Ich glaube 15 sogar nur. Ja komm. Und der Schwarz, das zählt schon mal. Dark Chest. Minus 100 Rüstung. Ist das so übel? 2000 Gold können wir uns nichts mehr holen. Ja, gucken wir mal. Also runter der Verune ist definitiv dabei. Ja, ist es. Wie viel? Sehr niedrige Stärke, HP und MP. Hohe Intelligenz. Okay. Und ich kann halt mit Y Mana in HP umwandeln. Kann ich das jetzt schon? Nein, andersrum. Ups, Mist. Und schon haben wir noch 136 HP. Okay. Oh. Du machst Sachen kaputt, ich brauche permanente Mana, Lebenspunkte. Oh, kaputt, kaputt, kaputt. Bisschen Gold, damit wir was zu kaufen haben später. 152. Nope.
läuft ja soweit ganz gut. Schon haben wir 164 Max HP. Wir müssen einfach nur sehr, sehr vorsichtig sein und wirklich jeden Gegner umbringen. Am besten auch jeden Stachel. Und das ist bestimmt wieder ein Doom was. Warte mal, geh mal zurück, komische Eisenklumpen-Ding. Du bist kein Doom was. Du bist auch kein Doom was. Du bist eine Kanone und kein Doom was. So. Erstmal rechts gucken. Nichts. Oh, hallo. Hi, Buschel, Buschel. So ein Hühnchen. Oh, warte mal, das Blutaugending muss zuerst sterben. Au, au, au. Yeah. Komm schon. Na. Ah. Komm. Hoch, du doofes Ding. Hühnchen hinterher, alles gut. Noch ein Auge. 200 Lebenspunkte. Dafür haben wir fast keine Mana und ich hätte es echt nicht umwandeln sollen. ja, also es ist schön, dass wir permanente Mana bekommen können, indem wir permanente HP opfern. Aber was machen wir mit der ganzen Mana, wenn wir sie nicht wieder hochbekommen so schnell? Okay, ich verballere auch recht viel mit diesem Stachelding, aber... Ah. Oh. Ja. Nein. Genau reingefallen. Na, der ist fast durch den Boden geglitscht. Hops. Ah, 220. Das war eng. Ja doch, die Klasse hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ich mache nur ein bisschen Gedanken, was halt das Überleben bis zu dem späteren Zeitpunkt geht. Wenn er wirklich stark ist. So. Sehr schön. 60 Mana. Sollte das nicht eigentlich prozentual sein? Da ist es sogar, okay. No. Hallo. Hallo. Au. Ja, hier sind es wieder Tier 3 Gegner. 1, 2 von denen müsste ich so erwischen können. Den da nicht. Ja, weißer Wolf. Nee, 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 nee. So. Ja. Ding, ding. So. Noch eine Keule hinterher, sehr schön. Und wir haben noch nicht mehr so viele HP, wie wir am Anfang hatten. Bevor ich Y gedrückt habe. Nein! Ah! Ich wollte zweimal Stacheln schmeißen, habe zweimal Y gedrückt. Ja. Ich hätte gerne eine andere Möglichkeit, Y zu belegen. Aber bei dem Charakter werde ich den Fehler immer und immer wieder machen. Ja. Gestorben, weil der Spieler die falsche Taste gespammt hat. Sorry, Leonie, die dritte. Nee. Hokage, Lich King. Schon wieder nostalgisch. Und schmeißt Gegner weg. Drache. Ein Zwergendrache. Oh, wie süß. Okay, den nehmen wir. So. 17.000. Wir hätten gerne Mana, 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 Mana. So, kleiner Mann. Kauf dir mal eine Rune. Und zwar eine Runterlevel-Rune, warte. Blutentzug ist ganz okay. Du bist schon Runterlevel. Du bist. Wir brauchen keinen Dash als Drache. Denke ich. So. Und wir brauchen auch keinen Doppelsprung als Drache. Dann nehmen wir Blut. Was haben wir hier unten noch? Kein Gold, dafür Blut. Ich will wenigstens ein bisschen mit dem Drachen überleben. Okay.
Okay, erstmal dran gewöhnen wieder. Gedrückt halten und dann mit dem Dingens. Dann nochmal einzeln drücken. Ach du gute Güte. Nochmal einzeln drücken, dann fällt man runter. Okay, ja, gucken wir mal. Und hier, piu, 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 piu. Ich kann 10-mal schießen. Das ist schon mal besser als beim ersten Mal, wo wir den Drachen ausprobiert hatten. Da waren es, glaube ich, noch 4 oder 5 Mal. Was ja schon echt mau ist. Da hilft bestimmt auch dieses prozentuale Mana-Kosten weniger beim Drachen. Sehr cool. So. Ihr 3. Oh. Quietsch, quietsch, quietsch. So. Quietsch, quietsch, quietsch. Ja, nee. Es dauert viel zu lange, da jemanden umzubringen. Fehlt denn nicht schon einer? Ha. Also ja, es geht. Dauert mir ewig und braucht sehr viel Platz wie hier. Wenn das jetzt ein schmaler Korridor gewesen wäre, hätte ich nicht ordentlich ausweichen können. Oh. Ja. So weit, so gut. Oh, aber Augen sind entspannt. Mal richtig schön ausmanövern. Oh. Und die Reichweite ist ein bisschen. Nee. Zing. Zing, zing, zing. Also, definitiv eine gute Klasse. Oh, oh, oh. Komm mal hierher. Piu, 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 piu. Komm her. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Drüben war noch einer, ne? Pong, pong. Oh, ii. So. Ja, da. Oh, Auge. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Komm schon, gib mir das Fass. Danke. Piu, 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 piu. So. 2300 Gold bei dem ganzen Krampf. 5 Äxte. Und ich kann fliegen. Stellen wir uns mal hier hin. Dahin. Dahin. Ja, nee. 400 Gold. Nee. Wie gesagt, ich sollte es echt lassen. Oh. Was? Das ist irgendwie komisch. Ich habe jetzt hier keinen Feuerball, sondern die Äxte halt. Ah, okay. Da ist mein Feuerball. Sehr irritierend. Wee, wee, wee. Ich könnte einfach gerade fliegen, aber es geht um Steuerkreuz einigermaßen. So. Hätten wir gerne einen Feuerball statt einem Feuerball. Hey, jo, hätten wir gerne. Oh, hallo Jungs. Au. Piu, 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 oh, oh. Piu, piu, oh. Piu. Richtige Luftgefechte hier. Hier ist gar nichts. Sehr schön. Zing. Oh, au. Piu, 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 piu. Oh, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Oh. Ja, Auge. Ah, Feuermaria. Oh ja, ausweichen ist super. Ich wollte gerade sagen, ausweichen ist super, doofes Skelett. Kannst mich nicht einfach so stören. Okay, anders formuliert. Das Ausweichpotenzial ist wesentlich höher beim Drachen. Ah. Aber dafür bringt ihr die Gegner viel zu langsam um. Dementsprechend muss er auch länger ausweichen. Ein Barbar lässt sich einmal treffen, das zuckt ihn fast gar nicht.
Dann bringt er, während er unsterblich ist, 3 Gegner um und hat fast keine Projektile mehr auf der Karte. Also ja. Oh. Oh, 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 oh. Er hier krampft sich einen ab, um einen Gegner umzubringen. Währenddessen ist er durchgehend am Ausweichen. Hitsch, 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 hitsch. Aha. So. Und das jetzt trotz zweimal Runterlevel. Au. Zweimal Runterlevel ruhen. Also ja, nee. Ihn sollte ich echt meiden. Noch für ein paar Dutzend Folgen, denke ich. Bis wir Int und Mana auf Max haben. Wenn wir das bis dahin geschafft haben. Oh. Nein. Meine Neugier war mein Tod. Ich wollte gucken, was da an der Wand ist. Yeah. Aber ja. Also Drachen auf jeden Fall meiden. Den Lich King können wir ruhig ausprobieren. Aber ich darf dann auf keinen Fall die Y-Taste drücken. Und Archmage sowieso meiden. Oh ja. Soweit so gut. Und wir sehen uns gleich wieder.